Hallo, wir haben es mittags. Ich bin am Strand von Pagera, wie gestern auch. Da war ich ja morgens, da habe ich meinen Kaffee getrunken. Eben habe ich Rouladen gegessen. So sieht es hier im Moment am Strand aus. Es ist nicht anders wie die Tage zuvor. Hier ist nichts los. Hier sind keine Touristenströme. Man sieht da zwar ein Hotel, aber da hängt nicht ein Handtuch am Balkon, nichts. Also die meisten haben auch zu. Hier in Pagera hat das Bella Colina auf und dann war es das aber auch schon. Vielleicht noch ein anderes, aber so viel ist das nicht. Was mich natürlich ankotzt, was ich sagen muss, ist das, was der Karl Lauterbach da von sich gegeben hat. Er unterstellt einfach der Balearenregierung, die würden ihre Zahlen türken, hat dafür keine Beweise, weil er von einer brasilianischen Mutation sprechen möchte. Klar passen dazu die Bilder wieder von den einschlägigen Nachrichtenagenturen aus Brasilien. Klar ist das da so, ich habe ja selbst mit Brasilien telefoniert und ich kenne diese Bilder von den Stränden, die am Wochenende überfüllt sind, weil die Brasilianer einfach was darauf scheißen, was ihre Regierung sagt. Das hat aber nichts mit Mallorca zu tun und das kann man keinesfalls vergleichen. Das, was der Karl Lauterbach da macht, ist nicht nur rufschädigend für diese Insel, sondern schädigt auch uns Deutschen, denn wir werden immer mehr von allen Seiten beschimpft. Guckt euch diese Bananenregierung aus Deutschland an, die haben keine Ahnung. Dazu kommt noch, dass hier immer mehr Leute am Rande der Existenz sind, kein Geld verdienen, aus dem Tourismusbereich raus müssen und im Handwerk anfangen zu arbeiten. Was passiert? Die Deutschen werden schlecht geredet, die Deutschen sind die Bösen, die Deutschen haben keine Ahnung von allem, was sie machen. Da können sie noch so fachkompetent sein wie nur irgendwas, aber man versucht jetzt mit aller Gewalt auch die Deutschen aus ihren Fachberufen rauszubekommen und das ist natürlich eine Sache, die geht nicht. Und wie gesagt, hier ist einfach nichts los. Es ist leer. Sogar Hunde hier am Strand. Guckt euch das mal an. Nicht? Da. Und keine Massenströme von Touristen. Was erzählen die da? Und wie gesagt, ich habe ja gestern mitbekommen, dass diese Nachrichtenagentur Reuters sich um einen Praktikumsplatz bewirbt, hier bei mir auf der Insel, weil das waren diejenigen, die ja vom Suffgeschwader das Video gemacht haben, wo dann behauptet wurde, die ersten Sauftouristen sind wieder auf der Insel. Völliger Blödsinn, was Reuters da verzapft hat und das geht so viral, der Spiegel, dann hat sogar T-Online das jetzt in ihren News-Raum reingegangen und da sieht man das freundliche Gesicht der freundlichen Redakteurin, sowas geht nicht und es gehört immer noch für einen vernünftigen Journalismus dazu, eben halt auch zu recherchieren. In dem Fall hat man das nicht gemacht, wir haben hier nur leere Strände. Und an der Playa de Palma sieht das nicht anders aus. Da sind ein paar Leute, die am Strand sind und die jetzt hier sind, die haben sogar Angst, dass sie vielleicht erkannt werden, weil sie als Deutsche sich mal ein Sonnenbad nehmen. So schlimm ist das jetzt inzwischen schon. Und das kann doch einfach nicht sein. So, ich bin jetzt vor der S-Bar. Da sind ein paar Gäste im Sicherheitsabstand und heute gibt es Rouladen, abgezählt natürlich und mit Vorbestellung, weil so viele Gäste sind ja gar nicht auf der Insel. Das werde ich jetzt mal die Hanne fragen, die ist mir nämlich gegenüber. Und da ist es schon, die Hanne. Hanne, du hast ein Lokal, du hast es zum Lockdown schon einmal zumachen müssen. Das letzte Jahr Ostern hieß es das erste Mal, jetzt dürfen die Lokale jetzt geschlossen werden. Absoluter Lockdown. Und wie ist es jetzt? Ja, sehr ruhig. Also ich glaube, so schlecht haben wir den März noch nie gehabt wie dieses Jahr. Wir warten auf die Massen, die angeblich kommen. Wir sehen schon die Boote, die hier eintreiben. Wir hören jeden Flugzeuglärm, aber leider nicht. Nur in unseren Träumen, nicht hier. Und da gibt es noch einen Träumer, Karl Lauterbach heißt der im Moment von der deutschen Bundesregierung, der uns hier als Residenten und als Deutsche richtig in Misskredit bringt, indem er einer spanischen Regierung hier was unterstellt, ohne es zu beweisen. Ich finde das unmöglich, was im Augenblick sowieso abgeht. Wir sind für alle wohl mittlerweile hier die Dummen. Wir werden hier verblödet bis zum Gehtmichmehr und er hat keine Ahnung, der Herr Lauterbach, aber wirft einer balearischen Regierung vor, dass wir hier alles rumtürken. Ich weiß gar nicht, was das soll. Hausaufgaben machen, sage ich nur, Herr Lauterbach. Hausaufgaben machen. Kriegen Sie Deutschland in den Griff. Dann dürfen Sie sich über andere Leute beschweren. Ist das so schön, man soll immer erst den Dreck vor der eigenen Haustür kehren. Genau. Die Impfung im eigenen Land hinbekommen und dann kann man sich über andere Länder aufregen. Wenn ich bedenke, was in den letzten Jahren an Versprechungen gelaufen ist, gerade von Herrn Spahn zum Beispiel auch,
Wir werden nie eine Maskenpflicht haben. Ab 1. März wird in Deutschland jeder einen Schnelltest machen können. Leute, wo sind eure Hausaufgaben geblieben? Was habt ihr geschafft? Nichts habt ihr geschafft. Ihr solltet euch in Grund und Boden schämen. Ja. Es wird mir ja immer unterstellt, das würde nicht stimmen. Also ich war jetzt gerade am Strand, da waren keiner und sind sogar zwei Deutsche, die fast alleine am Strand waren, aufgesprungen, weil sie Angst haben, als Deutsche erkannt zu werden, damit sie dann nicht in Deutschland beschimpft werden, wenn sie wieder nach Hause gehen. Voriges Jahr, als im Sommer an der Nord- und Ostsee die Hütten voll waren, Leute, ihr hättet euch ein bisschen auf Seite tun können. Wir hatten es leider nicht. Wir wollen hier auf der Insel nicht viel. Wir wollen so viel verdienen, dass wir den Winter überleben. Hätten wir das voriges Jahr gehabt, würde kein Mensch sich hier beschweren. Aber wir hatten gar nicht die Chance dazu, weil ihr uns einfach platt gemacht habt. Und das scheint jetzt weiterzugehen. Wie gesagt, wir merken das gerade ja als Deutsche, dass diese Nachricht, die Reuters rausgebracht hat, als ganz bekannte Nachrichtenagentur, wo behauptet wird, da würden die ersten Sauftouristen auf der Insel waren, ist eine Gruppe, die kenne ich sogar, die haben ein Musikvideo gemacht, das ist das, was sie Ostern immer machen und nennen sich jetzt nun mal Suffgeschwader. Da kann man halten, was man von will, aber die sind überall, auf allen Kanälen, immer nur die gleichen Bilder. Andere gibt es nicht, weil es eben halt nur diese Tanzgruppe gab und keine Touristen. Ja, es können auch keine Touristen kommen. Hier in Pagera hat im Augenblick 1-2 Hotels auf. Es werden vielleicht nächste Woche noch 3-4 kleine Hotels dazukommen. Es werden keine großen Hotels erstmal aufmachen. Wir sind froh, wenn ihr kommt. Wir verstehen jeden, der sagt, wir kommen nicht, weil der Test kostet ja nun auch zusätzlich noch Geld. Wir hoffen aber auch, dass die Zahlen nicht nach hoch gehen und wir den Bumerang wieder bekommen. Denn wenn wir Gastronomie, wir Hotelleute nochmal geschlossen werden, dann könnt ihr uns nächstes Jahr alle als Hartz-IVler in Deutschland besuchen kommen. Ja, es ist mal auch gerichtet mal an solche Sachen und vor allen Dingen, was man damit anrichtet, wenn das Wichtigste ist, wir müssen den Nachrichtenagenturen vertrauen können. Und wenn sie uns ihre letzten Praktikanten schicken, um Aufnahmen zu machen, ist das nichts, was hilft. Wir brauchen hier auf dieser Insel Profis und keine Leute, die uns hier in Misskredit bringen, die uns als Deutsche verunglimpfen und letztendlich falsche Nachrichten produzieren. Also inklusive Herrn Lauterbach. Den lade ich jetzt hier recht herzlich ein. Wird er bei dir was zu essen bekommen? Natürlich, bei mir bekommt jeder was zu essen. Ich versuche auch jeden noch positiv zu motivieren. Ich bin zu jedem freundlich, weil ich möchte selber nicht in diesen Corona-Depression verfallen. Ich freue mich über jeden, der kommt. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass die Politiker, bevor sie irgendwas lostönen, sich ein Bild davon machen oder so machen, wie der Vatikan das macht, wenn der Papst stirbt. Da sperren die sich in eine Kapelle ein, dass sie von draußen keine Nachrichten mitbekommen und nicht beeinflusst werden von falschen Nachrichten, von irgendwelchen Nachrichtenagenturen. Und dann entscheiden sie. Und wenn die Entscheidung gefallen ist, steigt der Rauch auf. Genau. Und ich sage immer, wir müssen eigentlich unsere Regierung als eine Fabrik sehen. Oben sitzen die Ahnung davon haben. Wenn sie ihre Arbeit gut machen, bekommen sie ein gutes Gehalt. Von mir aus mehr, als sie jetzt bekommen. Aber wer Scheiße baut, muss unentgeltlich gehen. Der wird gekündigt und bekommt keine Bezüge mehr. Und das gilt auch für Mitarbeiter bei der Nachrichtenagentur Reuters. Die müssen wir jetzt mal benennen, weil was die hier losgetreten haben mit Herrn Lauterbach zusammen. Ich hätte früher mal gesagt, also man soll ja nicht über Politiker schimpfen, ist ein schwerer Job. Aber in dem Fall würde ich sagen, alle in einen Sack draufhauen, würdest du immer den richtigen treffen. Ja, heute Morgen habe ich gelesen, wäre unsere Regierung in Deutschland die Crew der Titanic gewesen, hätte keiner überlebt. Weil zum Schluss wäre rausgekommen, dass man vergessen hat, die Beiboote zu bestellen. Und ich muss jetzt wieder ein bisschen arbeiten. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Hanne, vielen Dank. Vielleicht sehen wir uns dieses Jahr. Ciao. So, das war die Hanne. Jetzt mache ich Schluss mit dem Video. Ihr dürft das wieder gerne teilen, um euren Lieben zu Hause zu zeigen. Oder wenn ihr Leute kennt von der Nachrichtenagentur Reuters, also verantwortungsvolle Person. Oder bei Gruner und Ja, bei dem T-Online, die haben es ja auch geteilt. Oder beim Stern. Ja, das ist ja Gruner und ja. Nee, ich meine Spiegel TV hat es ja auch abgedruckt. Teilt das ruhig mal, damit die sich da ein Bild von machen können und nicht einfach irgendwelche Restposten von irgendwelchen Nachrichtenagenturen kaufen. Nachrichten werden da gemacht, wo sie passieren und nicht da, wie man sie gerne hätte. Wir sind hier nicht im Takatuka-Land bei Pipi Langstrumpf, sondern die Situation ist mehr als ernst. Und dass wenn wir weiter hier als Deutsche auf Mallorca so angegangen werden von Spaniern,
die hier nicht herreisen dürfen, von Spaniern, die ihren Job verloren haben und jetzt wittern, dass sie uns die Arbeit wegnehmen können, die wir noch haben, dann ist das nicht mehr lustig. Wie gesagt, ihr könnt uns sonst irgendwann mal alle als Hartz-IVer auf Deutschland begrüßen und ich kann nur hoffen, dass die Deutschen, die hier noch Eigentum auf der Insel haben, nicht auf diese Tricks von den Nepper, Schlepper, Bauernfängern reinfallen. Und ihr könnt euch aussuchen, wen ich damit meine. Auf der einen Seite meine ich, die einfach so tun, als könnten sie es besser, als die euch bis jetzt durch die Krise geholfen haben. Und dann nehme ich jetzt die Gastronomen, dann nehme ich die Geschäftsleute alle schlechthin und aber auch die Handwerker. Die Situation ist mehr als brisant und deswegen wird es Zeit, dass Politik lernt, nicht nur loszupoltern, sondern eben halt auch sachlich zu arbeiten. Es kann nicht sein, dass Frau Merkel sich dann immer wieder entschuldigen muss, wenn irgendein Politiker oder irgendwie ein Fachberater durchdreht. Und das, was Herr Lauter da macht, wenn er diese Unterstellung hat, dann muss er auch die Beweise liefern. Alles andere ist Mutmaßung und eine Vorverurteilung. Und hier ist ein ganzes Volk vorverurteilt worden und eben halt auch wir Deutsche, die wir hier leben. Wir müssen uns inzwischen schämen, dass wir Deutsche sind. Und dass das so weit kommt in einer Pandemie, finde ich mehr als traurig. Dass sich Leute, dass sie Angst haben, wenn sie am Strand ein Sonnenbad nehmen, mit einem Sicherheitsabstand von 100 Metern, dass sie erkannt werden, weil sie Angst haben, dass man, wenn man nach Hause kommt, dann als Deutscher auch beschimpft wird, weil man auf Mallorca einfach mal Urlaub gemacht hat. Es geht so nicht weiter. So, das mal das Wort zum Samstag. Wir haben es jetzt Freitag, etwas nach 14 Uhr. Es ist knapp 15 Uhr jetzt. Ich lade das jetzt hoch und ich freue mich auf eure Reaktion. Teilt das ordentlich und vor allen Dingen teilt das an die Leute, die eben halt in den großen Verlagen arbeiten und die was zu entscheiden haben, damit sie auch mitbekommen, wie es wirklich hier auf Mallorca aussieht und wie es um uns Deutsche hier steht. So, bis zum nächsten Mal.